Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Plugin Review Tutorial. Und zwar heute geht es auch wirklich um ein Plugin. Und zwar um das Plugin Shares Reloaded. Einige kennt es vielleicht auch unter dem Namen Shares, was euch ermöglicht, wie man hier auch schon auf dem Bild sieht, euch in, sag ich mal, Stühle zu bauen, Bänke und sich dort hinzusetzen. Ja, jetzt zeige ich heute, wie ihr das einrichtet. Und zwar ladet euch die neueste Version herunter für die 1.9. Natürlich gibt es die auch für die 1.8 und weitere Version. Und als Commands haben wir /shares reload. Das einfach lädt die Config nochmal neu. Mehr gibt es da nicht. Dafür braucht die Permission shares reload. Dann haben wir die Permission shares.z. Das erlaubt euch, sich hinzusetzen oder und auch wieder aufzustehen. Und wir haben shares.z.health. Das ist einfach nur, während ihr sitzt, werdet ihr regeneriert. Könnte man zum Beispiel RPG-Server nutzen. So, wie schon gesagt, ihr ladet euch die neueste Version herunter. Zieht sie auf euren Desktop, habe ich hier gemacht. Hier habe ich unseren Testserver und packt es einfach in euren Plugins-Folder. So, dann startet ihr den Server einmal. Und ja, Plugin ist sehr klein, aber trotzdem praktisch. Und jetzt sehen wir hier schon Hello Blocks. Das erkläre ich aber gleich nochmal. Dann stoppt ihr den Server einmal. Geht in den Plugins-Ordner. Hier habt ihr jetzt einen Shares-Folder und eine Config. Die öffnet ihr einmal. So, da ist sie. Hier steht dann einmal eine ganze Erklärung zu jedem, zu jeder Einstellung. Und das brauchen wir jetzt aber nicht. Sondern, ich erkläre es euch einmal kurz. Also, die Sit-Blocks ist einfach nur auf was man, sag ich mal, sitzen kann, auf welchen Blöcken. Hier sind aktuell alle Stairs eingetragen. Ihr könnt dazu aber auch noch weitere eintragen oder entfernen, je nachdem. So, Signs haben wir einmal, um das zu erklären. Also ihr könnt einstellen, ob ihr mit, sag ich mal, ob man sich dort nur raufsetzen kann, wenn am Anfang und am Ende der Bank als Beispiel ein Sign ist. So, dafür müsst ihr dann diese Option hier machen, auf True stellen. Und dafür könnt ihr dann diese Signs benutzen. Maximal Share Width ist einfach nur, wie breit eine Bank maximal sein darf. Dann haben wir die Distanz, ist einfach ab welchem Abstand man sich auf die Bank hinsetzen kann. Dann Ignore of Item in Hand ist einfach nur, wenn man zum Beispiel irgendeinen Effekt oder so in der Hand hat und das ignoriert wird, dann setzt er sich hin, und anstatt ihn zu trinken. Und hier haben wir jetzt die Set Effects, die ich schon gesagt habe. Nannt habe, zum Beispiel Healing, können wir auch einschalten oder Item Pickup. Ist jetzt auf False, das heißt, wird es auf True sein und jemand wird euch ein Item droppen, dann wird das auch aufsammeln. Tut in diesem Fall aber nicht. Hier haben wir dann, welche Commands man benutzen darf oder welche nicht. Und ja. Und hier haben wir dann auch noch die ganzen Nachrichten. Also, du sitzt nun, du sitzt nicht mehr. Dieser Platz ist bereits besetzt, du hast keine Berechtigung, aktiviert, deaktiviert und so weiter. Ja, das war es dann auch schon zur Config. Und dann können wir das wieder schließen. Können den Server wieder starten. Und dann können wir uns das alles einmal im Game angucken. Dürfte relativ schnell gehen, ist nicht viel. Das wird auch ein sehr kurzes Tutorial. Aber naja. So, in-game angekommen, habe ich hier schon einmal auf unserer kleinen Insel eine Bank aufgebaut. Mit der Länge, wie wir schon angegeben hatten, maximal 3. Und auf der können wir uns jetzt ganz gemütlich hinsetzen. Ich habe jetzt hier als, ja, Außenwand, als Sign, ein Item Frame benutzt. Ihr könnt aber auch ein ganz normales Sign nehmen. Dann können wir einfach hier mit einem Rechtsklick uns hinsetzen. Manchmal kannst du ein bisschen rumbacken, das müsste genau draufstehen, aber an sich funktioniert es so. Zum Beispiel hier. Jetzt sitzen wir auch dort. Dann müsst ihr die Distance einfach höher drehen. Und ja. Da sitzen wir schon. Okay, der Shader backt gerade ein bisschen rum, aber naja. Und ja, wir können dann auch zum Beispiel hier vorne, habe ich mir schon Zeilen hingepackt, können wir das nehmen. Und uns einen Einzelsitz machen.
Packen wir da ein Sign ran, ohne Schrift und da. Dann können wir uns auch dorthin setzen. Das funktioniert genauso gut. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ein Abo hilft mir immer, freut mich. Und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, Leute, haut rein. Ciao.